Drecks-Kanal. Also ihr habt mich ja extrem vermisst, habe ich jetzt auch gerade im Chat gesehen. Und demnach gehe ich auch schwer davon aus, dass ihr ultra, ultra viele Fragen habt, wie es im Urlaub war. Wie es noch war bei mir, was ich alles gemacht habe. Ihr seid wahrscheinlich unglaublich interessiert, was bei mir abging, oder? Ja, habe ich mir gedacht, Leute. Und deswegen habe ich einen eineinhalbstündigen Vortrag mit einer Präsentation für euch vorbereitet, wo ich euch ein bisschen darüber erzählen werde, was bei mir alles passiert ist. Wie weit ist das Haus in Griechenland? Das Haus in Griechenland ist nicht mehr weitergegangen, wird aber wahrscheinlich im September weitergehen. Ich habe übrigens auch zwei Objektive. Das ist so das Weitwinklige. Da kann man dann im Prinzip, wenn hier irgendwelche Leute da sind, Gäste da sind, hier kann noch ein Stuhl, hier noch ein Stuhl, hier noch welche, dann hat man das Weitwinklige drauf. Und wenn ich, wer hat gefragt, du hast recht, Digga. Du hast recht. Fürs Zocken und so habe ich dann halt das kleinere Objektiv. Das ist dann auch easy, cheesy, lemon, squeezy. Wo ich bin, fragt ihr euch jetzt gerade, ne? Und liebe Leute, das ist eine Sache. Ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage kommen wird. Vielleicht bin ich gar nicht in Deutschland. Vielleicht habe ich mir das Office hier in Griechenland reingezündet. Man weiß es nicht. Und man wird es auch nie wissen. Ja, man wird es auch nie wissen. Unterm Strich muss ich wirklich sagen, liebe Leute, es ist für mich gerade wieder hier zurück zu sein. Es ist ein unglaublich komisches Gefühl, immer der erste Livestream nach einer längeren Pause. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll. Ja? Das habe ich euch noch gar nicht gefragt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandet ihr den Mykonos-Ausflug? Hat es euch unterhalten? Also ich meine, ich sage es euch ganz ehrlich, das mit dem Livestream hat mich echt mies abgefuckt. Alles klar, Chat, sehr gut, das freut mich. Das mit dem Livestream hat mich mies abgefuckt, dass man da so schlechtes Internet hatte, dass man da nicht einfach mal sein Handy in die Hand nehmen konnte und dort einfach livestreamen konnte. Digga, what the fuck? Unglaublich. Das war schon ziemlich lash. Das muss ich sagen, das hat schon extrem abgefuckt, weil ich sag's euch ganz ehrlich, es gab voll viele Situationen, in denen hätte man einfach übelst nice livestreamen können und hätte man einfach ein bisschen Stuff erzählen können. Aber das hat irgendwie einfach nicht so richtig hingehauen. Das hat mich schon sehr, sehr genervt, muss ich sagen. Dafür konntest du mal gescheit abschalten. Na, auf Mykonos konnte man nicht abschalten, Digga. Das war zu krass, ich sag's euch ganz ehrlich. Also ich muss wirklich sagen, Mykonos war für mich unglaublich geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Also die Truppe, ich hätte nicht gedacht, dass sich die Truppe so gut versteht, weil es war eigentlich eine wild zusammengewürfelte Gruppe, die sich jetzt noch nicht so wirklich persönlich gut kannte. Aber es war wirklich sehr, sehr geil. Es gab zwar teilweise ein bisschen weirde Situationen. Niki ist halt einfach komplett durchgedreht, ne? Amar war auch extrem krass am Start. Max hat sich einfach bei mir als Fulltime-Oger rausgestellt. Also wirklich, Max ist einfach eine Mauer. Der Typ konsumiert um sein Leben, ja. Also es war wirklich ganz krass. Ihr müsst euch überlegen, wir saßen in diesem einen Restaurant und da ist ja jeder ultra schick angezogen, ne? Macht einen auch wichtig, bla bla. Und dann sitzt da halt einfach an der kurzen Tischecke, sitzt halt einfach Max, der sich zwei Bier bestellt hat. Und dann sage ich zu ihm, Max, komm, jetzt zeig mal, wie schnell du das runterächsen kannst. Und ich schwör auf alles, das war so 0,33er Bier, ne? Also klar, jetzt nicht übel viel, aber auch nicht wenig. Und er hat einfach, ich stopp die Zeit, er zieht es einfach in 5 Sekunden runter. Und dann sagt er so, nö, Digga, das kann ich noch besser. Und das nächste einfach in 4,5 Sekunden. Und er hat es bei Max aber ganz anders geschoben. Oh. Max, geiler Typ, geilen Humor, sehr, sehr viel Spaß mit Max gehabt, weil er einfach unglaublich lustig war. Miki, auch ein sehr, sehr lustiger Typ, aber mit sehr, sehr vielen komischen Eigenschaften. Also, habt ihr den Vlog gesehen? Abgehoben, wie die einfach nicht den Vlog gesehen haben. Der Vlog, der kam auch ultra scheiße an, weil ich den zu spät hochgeladen habe und weil ich generell nichts hochgeladen habe. Aber der Vlog ist so geil. Da hat Inskull wohl seine Dreier-Erfahrung gemacht. Ja, ja, immer die gleiche Scheiße. Die Mädels, die wir dort kennengelernt haben im Urlaub, muss ich wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man dort so unglaublich korrekte Mädels kennenlernen kann. Die waren wirklich unglaublich, unglaublich zuvorkommend und so. Als mal, wenn es ein Problem gab und so, haben immer gesagt, wir sind da, wir können euch helfen, bla bla, dies, das. Die waren immer korrekt, immer spontan, immer höflich. War wirklich sehr, sehr nice mit den Mädels. Die waren echt cool. Die waren echt sehr, sehr cool. Wieso hast du Schuhe an in einem Raum mit Teppich? Weil hier jeder einfach immer Schuhe anhat. Deswegen, ich habe den Teppich eigentlich hauptsächlich drin wegen Akustik. Also du musst dir überlegen, ich habe hier einen Vorhang aufgehängt, habe einen Teppich reingemacht und habe hier alles so gut isoliert, wie es geht. Und deswegen haben wir hier auch so eine geile Akustik. Imagine, im Teppich hängt Dreck. Genau, Lina, dann kommst du nämlich vorbei und putzt es weg. So einfach ist es. Meinung zu Revi? Alle, die mit bei uns dabei waren, sind cool. Revi hat halt seine Eigenart, wo er halt einfach wirklich manchmal Jokes raushaut, wo du dir denkst, Digga, was geht denn da ab? Aber vom Herzen her und vom Typen her ist Revi ein guter Mann. Mag ich sehr gerne, den Typen. Sydney, neu kennengelernt. Sydney, muss ich sagen, am Anfang ein bisschen schüchtern gewesen, weil er halt so mäßig fast niemanden kannte, außer, glaube ich,
Amar, wenn mich nicht alles täuscht. War ein bisschen schüchtern, aber am Ende hat er sich dann auch noch geöffnet und dann bin ich auch mit Sydney auf Jagd gegangen. Ihr müsst euch halt überlegen, ich bin mit Sydney durch die Innenstadt gegangen. Mit Sydney und mit Revi bin ich durch die Innenstadt getigert, okay? Wir sind losgegangen auf der Suche nach Frischfleisch, okay? Sind wir losgegangen. Woo! Sind wir in die Stadt reingemoved, okay? Haben geguckt, okay, wo kann man vielleicht neue Leute kennenlernen, neue Freundschaftsbänder zusammenschnitzen und neue Bekanntschaften machen. Dann haben wir halt gesagt, gut, wir gehen durch die Stadt. Wir haben einen Korb nach dem anderen kassiert. Wir haben sogar Mädels angesprochen, die überhaupt nicht unser Typ waren. Selbst die hatten komplett kein Bock auf uns. Ja! Zu Hildungserledung! Ja, dann haben wir halt Mädels dort angesprochen und ja, lief nicht gut. Und dann waren wir gerade am Gehen, okay? Wir wollten gerade abfatzen aus der Stadt. Und dann habe ich vor uns deutsche Worte gehört, ja, also von ein paar Mädels. Dann sage ich so, versteht ihr uns? Und ich war halt eigentlich schon so ultra abgefuckt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt, ne? Und dann drehen die sich um und sagen so, ja, wir verstehen euch. Und sie hatte auch keinen Bock. Also die Mädels waren auch irgendwie so, ja, hatten keinen Bock. Die waren zwar mit so Typen unterwegs, aber die hatten nicht so richtig Bock. Und dann habe ich halt so mit der so ein richtig sarkastisches Gespräch geführt, okay? Meinte sie so zu mir irgendwas mit, weil sie wollte mich halt loswerden, deswegen hat sie direkt so einen Spruch gebracht wie, ja, was verdienst du überhaupt? Damit ich so mäßig denke, ja, das ist so eine goldiger Scheiß auf die. Und dann habe ich gesagt, ich verdiene 15 Euro im Monat. Und dann haben wir uns so gut verstanden, weil bei mir aggressiv nicht läuft. Und ja, dann waren wir uns sympathisch und am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen und es war wirklich sehr romantisch. Es war sehr, sehr romantisch. Ask us, du Lil Vlad Abi, ja? Ich kann hier mich auch in den Livestream reinsetzen. Und kann einfach mal nichts machen, ja? Sorry, Vlad Abi, sorry. Sorry, hier drüben. Vlad Abi, bitte darf ich auch eine Geschichte erzählen? Bitte, Vlad Abi. Es macht halt wenig Sinn. Es macht wenig Sinn, eine Geschichte im Livestream nur zu erzählen, wenn danach gefragt wird, ja? Geiler Livestream. Ich glaube, genau so machen wir weiter, liebe Leute. Neues Luciano-Album. Habe ich jetzt noch nicht richtig reingehört. Ich kenne dieses eine, das heißt Peppermint. Und das hat Amar die ganze Zeit angemacht. Sogar Miki ist... Oh mein Gott, das muss ich euch auch noch erzählen. Miki ist einfach im Club zum DJ gegangen, hat ihm Geld dafür bezahlt, dass der Peppermint von Luciano im Club dort spielt. Und Miki war einfach immer, ihr müsst euch überlegen, Miki ist einer, der geht auch einfach auf eigene Faust da los. Der ist ultra, Trimax hat's gar nicht gefühlt. Digga, die Aufnahmen, die ich von Trimax hab, in diesem Urlaub, also, ich muss wirklich sagen, wenn man sich einfach das mal reinzieht. Also da sieht man dann auch einmal mal wieder, wie Max in Feierlaune ist, ne? Wenn man sich mal den Gesichtsausdruck einfach mal reinzieht. Der saß da einfach und hatte gar keinen Bock auf die Scheiße. Es sind so viele lustige Dinge passiert in dem Urlaub. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, Miki. Digga, Miki, es ist auch einfach vorgekommen, wir waren alle an so einem Strand, okay, und wir wollten alle was essen gehen. Irgendwann, wir sitzen am Tisch und denken, Digga, wo ist Miki? Wo ist Miki? Niemand weiß, wo Miki ist. Zu viel Koks macht eben nicht locker, sondern steif. Du, Digga, niemand von uns koks, niemand von uns nimmt harte Drogen. Wir sind einfach von Natur aus am Arsch. Miki, niemand weiß, wo ist der Typ. Aus dem Nichts, Essen ist schon da. Miki plötzlich am Tisch, neue Gucci-Sonnenbrille, neue Gucci-Schlappen. Einfach alleine losgegangen, bei Gucci kurz shoppen gewesen, Digga. Bester Mann. Also unnötig, Digga. Wer holt sich denn Schlappen, so Strandschlappen von Gucci? Das ist doch voll der Scheiß. Neues Setup? Nee, Digga, das ist das alte. Monte, ja, Digga, Monte ist ja auch, also was Shoppen angeht. Da kann ja jeder machen, wie er will, aber was da teilweise geshoppt wird. Ist das Setup daheim oder im Büro? Warum interessiert euch dieses Thema so sehr, wo dieses Setup hier ist? Spielt doch eigentlich gar keine Rolle, wo das Setup ist, oder? Völlig egal. Sag doch einfach, nee, weil ich will es nicht sagen, weil ich will nicht, dass Leute direkt immer wissen, wo das ist, weißt du, ich meine? Muss doch eigentlich sein, oder? Hast du abgenommen? Siehst richtig scheiße aus. Ja, danke dir, Digga. Warte ganz kurz. Ich war jetzt seit 3 Wochen wieder nicht trainieren und ich fühle mich wieder letzte Spaß. Wisst ihr was? Um jetzt mal die Lage ein bisschen zu entspannen, weil ich merke schon, bei euch tun sich leichte Hektiken auf, werde ich jetzt mal das andere Objektiv installieren, damit ihr auch die beiden Looks von hier, die es gibt, einfach mal gesehen habt. Ich bin da jetzt nicht so professionell, dass ich dann da jetzt auf eine andere Cam umschalte, weil so reich bin ich dann auch wieder nicht. Wir haben ein anderes Objektiv und jetzt seht ihr meine unglaubliche Schönheit auch ein bisschen aus nächster Nähe, ne? Ja.
Das ist jedenfalls das etwas closere Setup. Das haben wir dann beim Zocken oder beim beim Reacten an, ja? Warte mal, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich das Licht ausmache? Alkoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.